Moinsen, meine lieben Freunde da draußen. Wir machen weiter hier mit Lake. Moment. Ich muss ja noch den Timer starten. Den Timer starten. So, wo waren wir denn stehen geblieben in der letzten Folge? Ich glaube, weiter Pakete austragen, ne? Pakete und Briefe austragen und sehen, was so passiert in der Welt. Oder hier auf dem Land. Schau mal. Hallo. Die Polizei. Ich glaube, man kann gar nicht so schnell fahren, ne? Ich glaube, er bremst. Oder sie. Macht das auch alles automatisch? Ich glaube, es ist Automatik. Obwohl. Hat er automatisch. Nee, glaube ich nicht. Oh! Schön hier. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ich fahre erstmal geradeaus. Ich glaube, das ist schon mal gut. Geradeaus fahren ist immer gut. September. Ah, mich würde schon interessieren, wie es auch dem Kater geht. Wie geht es dem Kater überhaupt? Wie hieß der denn noch? Weiß das gar nicht mehr. Der ist ja noch beim Fischer, ne? Wie hieß denn noch der Fischer? Oh, ich habe es auch vergessen. Bisschen langsamer wegen Wildwechsel hier. Er macht doch immer die. Ich mache mit der Maus hier die Kamera so und dann. Ja, er wechselt immer zurück. So, naja. Ist jetzt nicht so tragisch. So, ich sehe nichts, Kommt noch was von rechts? Nö. So, gleich vorne auf der rechten Seite haben wir das erste Paket zum Abliefern. So, wir fahren mal hier rauf. Zack. September. Ja, passt ja wunderbar das Spiel, ne? Wir haben auch September. Es brummt schon wieder. Vorhin hat es nicht gebrummt, wo ich gestartet habe. Mal brummt es nicht. Ich weiß es nicht, was das ist, Leute. Ich will das Spiel ja nicht schlecht machen, aber es könnte ein Bug sein. Ich weiß es nicht. Wenn ich das Spiel mal starte, dann jetzt wieder neu starten. Ich möchte das Brummen weghaben. Ich möchte jetzt hier einen Cut setzen, Leute. Bis gleich. Das darf nicht so brummen und rummeln. Und nee, ich starte das Spiel mal neu. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hallo, ja. Und es brummelt. Nein, es brummelt nicht. Es läuft nur die Musik. Aber da brummt nichts. Ich weiß nicht.
Ist schade, dass es ab und zu mal so brummelt, aber man kann ja dann wunderbar das Spiel neu starten. Oder ich habe einfach jetzt nur in dem Fall den Spielstand neu geladen und ich hoffe, es kommt nicht allzu oft vor. Es wäre ein bisschen ärgerlich. So. Paket abgeben, ne? Müssen wir ja bimmeln hier. I didn't bring the package. Ich habe ja gar kein Paket dabei. Ja, was? Wo sind wir denn? 402. 402 Pine Street oder so. So. Schauen wir mal. Wie war das noch? Öffne mit E. Oh, ich glaube, er nimmt dann. Er nimmt jetzt den Maus. Ist egal. So, das müssen wir eh weiter hier mitnehmen. Das ist der Motor von dem, ne? Deswegen. Jetzt war ich wieder im Auto. Jetzt gehe ich weg. Hört ihr das? Es brummelt schon wieder. Es ist ein Bug vom Spiel. Glaube ich, leider. Ist doch schade. Ah, das ist schade. Das ist so ein schönes Spiel. War dieser Bug gerade an der Tür klingeln. Commander Grace, we have established communication with ground control. How do you wish to proceed? Tell them we've landed the rocket! Ground control, we have landed the rocket! We will now begin our experiments! Package for the Evans family? Just a minute! Commander Grace, permission to explore? Permission granted! Yep, we're the Evans family. Could I just take that real quick? I'm kind of in the middle of a lunar landing. Sure, here you go. Nice helmet, by the way. Why, thank you. I actually modeled it on the Apollo 11 crew outfit. Wait, what? Meredith? Meredith, genau. Batz, was? Eldrin? Batz, Eldrin? Schuldig im Sinne der Anklage. Das Brummen, ne? Ich... Guilty as charged. I'm sorry. Who are you? What? For real? You don't recognize your old best friend when you see her? Wait a minute. Kay? Great. And now I busted my colander. I knew opening the door in this thing was a bad idea. Super leicht, habe dich mit diesem, was, Nudelsieb nicht erkannt. Hui, ich hatte nicht erwartet, dich hier zu treffen. Mit dem Nudelsieb. Komm, Nudelsieb. I'm sorry, I didn't recognize you with the colander thing. The helmet. Yeah, clearly. But it seems I'm not the only one who came in disguise. Got me there. Ja, haben uns auch verkleidet als Postbote, ne? Hm, hast du die ganze Zeit in der Provinz, was? Providenz, Irx gelebt? Hm, und du heißt jetzt Kay Evans? Was nehmen wir denn? Nehmen wir mal das erste hier. You've lived in Providence Oaks all this time? Don't sound so surprised. But yes, I married Barry Evans. I'm sure you remember our high school star quarterback. Mom! Be right there, Commander Grace! Scanning for alien life forms. That's my little scientist back there. She's crazy about space travel, as you may have guessed. Even after the whole Challenger thing. Mhm. Klingt, als ginge es dir wunderbar. Ich freue mich so für dich. Mm, du hast Quaterberry geheiratet? Und ihr habt Kinder? Ich hatte ja keine Ahnung. Hm. You married Quaterberry? And had kids? I had no idea. Well, obviously a lot can happen in 22 years. So. Ja, in 22 Jahren kann schon einiges passieren, ne? Schätze schon, die Zeit vergeht wie im Flug. Time flies. So, I heard you were back in town for a while. From Maureen. That's right. I ran into her yesterday at the diner. Diner getroffen, hm? In der Küche ist ein Feuer ausgebrochen. Ich muss deinen Onkel Stan da wohl verpasst. Küche ist ein Feuer ausgebrochen? War das ein Feuer? Da war auch kein Feuer. Aber nimm das mal. The kitchen caught fire, so your Uncle Stan is gonna have a field day. Nope.
It's Moe's Diner now. Like I said, a lot of things happened while you were away. Also, I work there now. At the diner. Okay, sie arbeitet auch da. Du übernimmst das Familiengeschäft. Dann können wir ja mal unsere Erfahrung austauschen. Prima. Vielleicht schaue ich da bei Gelegenheit mal rein. That's great. Maybe I'll drop by sometime. Yeah, we'll see. Ready for a liftoff! Listen, I'm sorry, but I don't really have time for this right now. Can't get stuck on the moon on my own, and I have to get ready for work. See you around, Em. Good to see you, Kay. Evans! Commander Grace, hold up! You'll never guess what I just found. You can say that again. So, warum brummelt das so? Jedes Mal, wenn ich in der Nähe bin vom Auto, das ist der Motor. Gehe ich hier nochmal ran oder gehe ich nochmal weg? Schließen. Nee. Ach Leute, ich kann doch nicht jedes Mal das Spiel neu starten. Okay, ich starte nochmal neu. Also, ich mache nochmal einen Cut. Nützt ja nichts. Bis gleich. Tschüss. So, wieder da. Es brummt nicht. Noch nicht. Man hört sofort, dass da nichts brummt, ne? Ich traue mich gar nicht einzusteigen und nachher wieder auszusteigen. Aber wir müssen ja... Nee, bevor das wieder anfängt zu brummeln, gehen wir erstmal zu Fuß weiter. Wir müssen ja kein Auto fahren. Lass die Musik mal laufen da. Es liegt ja alles in der Nähe hier. Gehen wir ein bisschen zu Fuß. Kommen wir auch hier rüber? Springen können wir nicht. So. Wir hätten auch fahren können, aber ich habe Angst, dass es wieder anfängt zu brummeln. Schade wegen dem Bug. Oh, es hört auch nicht mehr auf zu brummeln. Das wird der Motor sein, aber... Ja, wenn man aussteigt, dann halt das... Ja. Schade. So, steigen wir mal wieder ein. Ist hier die Police oder Polizei? Könnte sein. Da sieht es so ein bisschen danach aus, weil da Fahne, so eine Fahne hängt. Ups. Jetzt hier los. Weil da eine Fahne hängt. Hitas, Hitas, nee, Hitas. Was ist Hitas? Was ist nochmal Hitas? Chef? So, ich glaube, das ist das Letzte, was wir brauchen, ne? Das letzte Paket. Wollen wir mal klingeln. Oder auch nicht. Sind wir hier nicht richtig? Müssen wir noch einen weiter? Lates Movies, Lates Series, VHS, Vita, VHS, okay.
Videothek anscheinend. Videothek. Mhm, aber ist ein bisschen her schon. Toys. So, was haben wir denn für Filme hier? Mhm. Aha, ja, ja, kenne ich. Habe ich alle schon gesehen. Welcome to the Flick Shack. How can I help you? Got a package for you, ma'am. Hold on. You're our new postal worker? Talk about not looking the part. Könnte ich von Ihnen genauso sagen. Okay. Ist das jetzt ein Kompliment? Is that a compliment? Trust me, it definitely is. Well, thank you then. Name's Meredith, by the way. Meredith Weiss. Angie, Eastman. So, what brings you to Providence Oaks? Hab früher hier gelebt, dann eine ganze Weile woanders und jetzt wieder. Bin hier aufgewachsen und jetzt bin ich wieder da, um meinem Dad einen Gefallen zu tun. Grew up here and now I'm back to do my dad a favor. Ah, I myself have been here for 6 years. And what brings you here? Didn't grow up here, came to do myself a favor. Touché, Mrs. Eastman. Miss. Miss, Miss, aha. Und wie läuft das Geschäft? Ihr Traum war also, Videokassetten zu verleihen. Nee, das war ein bisschen unhöflich. So, how's business? It's booming. People in Providence Oaks sure like their movies. I guess it's because there's not much else to do around here. Might as well watch a flick, right? Auf jeden Fall haben sie eine Menge davon. Tja, andere schauen sich lieber die schöne Landschaft an. Ja. Well, other than enjoy the scenery. Scenery, schmeary. Why stare at a boring lake when you can go to outer space and watch the Death Star get blown up? Maybe I should watch more movies. Well, it was nice meeting you, Miss Eastman. Call me Angie. And here, someone just returned this. And it should be right up your alley. The postman always rings twice? Ziemlich offensichtlich, oder? Ganz die Art von Humor, die ich mag. My kind of humor. Well, I don't know anything else about you, Mrs. Temporary Postal Worker. Miss. But touché, Angie. Na gut, ich schaue mal rein, wenn ich Zeit habe. Wahrscheinlich werde ich aber nicht sofort dazu kommen. All right. I'll check it out if I have the time. Take your time. This isn't exactly the most popular flick in the shack. And there's plenty of choice, regardless. Okay. Well, it was nice meeting you, Miss Angie. Same here, Miss Meredith. Na, wenn die beiden noch Freunde, man weiß es nicht. Mhm, ja. Ein nettes Gespräch. Oh, hier links. Seht ihr den? Da, links. Der Terminator. So, ein bisschen Werbung gemacht für den Film. Oh, da oben ist noch einer. Ist der gleiche, ne? So. Wisst ihr was? Ich glaube, es brummt schon wieder, aber ganz leise. Oh. Oh. Habe ich wieder so gut geparkt? Oder warum... Guten Tag, guten Tag. Er ist auch richtig starr, ne? Hallo? Auch noch nicht mal die Hände auch noch nicht mal richtig am Lenkrad, ne? So. Wir haben ja auch sehr, sehr gut geparkt. So, bitteschön. Hat auch fleißig gewartet, ne, während ich mich da mit der Dame unterhalten habe. So. Ach, ist schon wieder soweit. Okay, da werde ich hier erstmal einen Cut setzen. Und ja, bis zur nächsten Folge, meine Lieben. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.